Ja, du hast dir Kartoffeln und Grünkohl ausgesucht. Und ja, da könnte man jetzt einen schönen Kartoffel-Grünkohl-Eintopf draus machen. Aber den gibt es auch schon relativ häufig. Deswegen dachte ich, mache ich mal daraus eine Quiche, also eine Kartoffel-Grünkohl-Quiche. Los geht's. So, für die Quiche mache ich jetzt als erstes mal den Teig fertig. Dafür habe ich hier 200 Gramm helles Dinkelmehl. Dann kommt da ein Teelöffel Backpulver rein. Dann 4 Esslöffel Olivenöl. 2 Esslöffel Sojamilch. Ein bisschen Oregano oder andere Kräuter. Eine kleine Prise Salz. Und 100 Gramm Sojajoghurt. Und das Ganze könnt ihr jetzt zu einem schönen Teig verkneten. So, und wenn ihr einen schönen geschmeidigen Teig habt, dann könnt ihr den erstmal wieder in die Schüssel legen und beiseite stellen. So, dann braucht ihr ein hohes Gefäß zum Pürieren und 250 Gramm Tofu. Könnt ihr ein kleines bisschen kleinreißen. Dann gebt ihr noch 150 Milliliter Sojamilch dazu, einen Esslöffel Kichererbsenmehl, einen halben Teelöffel Muskatnuss, und einen halben Teelöffel Thymian und ein kleines bisschen Pfeffer. Das könnt ihr jetzt erstmal schön durchpürieren. Salz natürlich auch noch, einen halben bis einen Teelöffel. Dann noch zwei Knoblauchzehen, schneide ich jetzt nur in grobe Stückchen. Und außerdem 4 Esslöffel Olivenöl. Dann das Ganze nochmal unterpürieren, aber nicht zu lange, denn das Olivenöl und der Knoblauch wird auch leicht bitter, wenn man den zu lange püriert. So, die könnt ihr auch erstmal beiseite stellen. Dann geht es jetzt ins Gemüse. Ich habe hier 200 Gramm Kartoffeln. Die könnt ihr erstmal mit Schale oder, wenn ihr das nicht mögt, ohne Schale in feine Scheiben schneiden. Und erstmal in eine Schüssel geben. Außerdem eine kleine Zwiebel. Die könnt ihr einfach halbieren und ebenfalls in Scheiben schneiden. Dann braucht ihr 200 Gramm Grünkohl, welchen ihr ebenfalls relativ fein schneidet. Dann braucht ihr am besten eine tiefe Pfanne und es wäre auch super, wenn ihr einen Deckel dafür habt. Da könnt ihr schon mal ein, zwei Esslöffel Olivenöl reingeben. Und wenn das Öl heiß ist, dann könnt ihr schon mal eure Kartoffelscheiben reingeben. Die könnt ihr schon mal ein paar Minuten anbraten. Wenn die Kartoffeln so anfangen, Farbe zu nehmen, könnt ihr auch die Zwiebel dazu geben. Und außerdem schon mal ungefähr einen halben Teelöffel Salz. Und wenn die auch langsam Farbe nimmt, dann könnt ihr auch euren Grünkohl dazu geben. Und die Platte auf klein für Hitze schalten. So, wenn der Grünkohl schon ein bisschen zusammengefallen ist, dann könnt ihr erstmal den Deckel drauflegen und das Ganze auf kleinster Stufe ein bisschen vor sich hinschmoren lassen. Ab und zu mal ein bisschen durchrühren. So, nach ca. 5 Minuten könnt ihr den Herd erstmal ausmachen. Und die Pfanne könnt ihr erstmal noch drauf stehen lassen und wieder abdecken. So, dann braucht ihr jetzt eine Springform und ein Stück Backpapier. Die Unterseite legt ihr einfach drunter, den Ring oben drauf und macht das so, dass das Backpapier eingeklemmt wird. So, und diesen Streifen hier an der Seite schneidet ihr ganz knapp ab und teilt ihn dann nochmal durch zwei. Unter warmem fließendem Wasser macht ihr die beiden Streifen jetzt ein bisschen lockerer, dann lassen sie sich nämlich leichter an den Rand legen. So, einfach an den Rand dran legen. Dann nehmt ihr euren Teig und nehmt so ungefähr ein Drittel davon ab. Den Rest drückt ihr ein wenig flach mit den Händen. Ihr könnt natürlich auch ein Nudelholz zur Hilfe nehmen. Und diesen drückt ihr dann auf dem Boden schön flach aus.
Dann nehmt ihr euren anderen Teig, teilt ihn durch zwei und rollt ihn so zwischen beiden Händen zu einer langen Schlange. Die legt ihr dann an den Rand entlang. Die sollte auch mindestens einmal um die halbe Form gehen. Das gleiche nochmal mit dem anderen Teil. Und die beiden Schlangen drückt ihr dann mit den Daumen schön am Rand hoch. Dann braucht ihr jetzt noch eine Gabel und stecht einmal den gesamten Boden durch. So. Und auf den Boden gebt ihr jetzt euer Gemüse, also den Grünkohl und die Kartoffeln, schön gleichmäßig verteilen, ein bisschen flach drücken. Und da oben drauf kommt dann jetzt noch die Soße. Verteilt sie gleich am Anfang schön gleichmäßig. Und mit einem Schlesinger könnt ihr dann die Soße jetzt schön gleichmäßig verteilen. So, die ganze Form könnt ihr jetzt noch ein paar Mal aufschlagen und ein bisschen rütteln, damit quasi die Soße auch ein bisschen nach unten fließt. Dann das Ganze noch ein bisschen glatt streichen und ab in den Ofen damit, und zwar bei 180 Grad für ca. 30 bis 35 Minuten. So, das waren jetzt fast 35 Minuten und die sieht schon ziemlich gut aus. So, ich habe den jetzt mal ein paar Minuten abkühlen lassen erstmal. Ich mache jetzt mal den Ring ab. Sollte eigentlich ganz leicht gehen. Hier sieht auf jeden Fall wunderbar aus. So, wir schneiden ihn jetzt mal an. Ganz vorsichtig, am besten mit einem sehr scharfen Messer. So, und damit habt ihr eine wunderbare Grünkohl-Kartoffel-Quiche. Ihr könnt übrigens auch den Grünkohl und die Kartoffeln mit der Tofu-Soße verrühren und dann backen. Dann ist allerdings auch ein bisschen die Gefahr, dass das oben anbrennt, wenn so ein bisschen Grünkohl oben rausguckt. Aber das wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. So, mal kosten. Oh, lecker. Aber wirklich oberlecker und auch ziemlich saftig. Vielleicht auch, weil der Grünkohl wirklich in der Mitte ist und die ganze Feuchtigkeit drin behält. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr noch die anderen Kombinationen ausprobieren. Dafür müsst ihr einfach hier auf zurückklicken. Und ansonsten viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.